Tschüss. Was ist das denn, Digi? Was hab ich denn alles bekommen? Hallo. Gibt's da schon was vermissen? So, ja, ich sehe die Infanzade jetzt für die nächsten 400 Monate. Wie? Warte, wie lange sitzt du? 378 oder so. Ich schwör auf alles. Ich schwör auf meine Mutter. Was hast du gemacht? Ich hab die ganze Insel zerstört. Ja, Alter. Was hast du denn angestellt? Ich bin mindestens viermal der Polizei entgekommen. Entkommen, hab zweimal einfach die Auto geklaut. Hab dreimal auf Polizisten geschossen. Alles. Ich hab alles gemacht. Ich schwöre, mein Gott, du hast noch nie gehört. Du bist der Erste, der das geschafft hat. Ja, ich halte wieder den amtierenden Rekord. Scheiße, Mann. Ich muss raus. Wenn Katar an die Tür klopft, macht es Tach, Tach. Tach, Tach. Alles oder nichts macht. Tach, Tach. Aslaks treffen sicher. Tach, Tach. So richtig aus, als hättest du so einen fetten, schwarzen Gesicht mit zwei riesigen Eiern, Alter. Guck dir mal dein... Du siehst aus wie so ein taubes Nüsschen, Mann. Du siehst ja aus wie eine Frau, Alter. Das ist eigentlich eine Frau mit Muskeln. Nimm das zurück, sonst muss ich zu Biene Mayo werden. Was, Biene Mayo? Da werde ich Biene Fliege, Mann. Biene Fliege. Ich bin der Grashüpfer. Ey, Biene Mayo ist da. Beauftrag erst auf meinen Rücken immer aus. Biene Mayo ist am Start. Ich fick euch. Ich bin Biene Mayo, einmal nachkommen. Ich bin der Grashüpfer. Alle. Okay, reicht. Hallo. Au. Was schließt du an? Na, Blutmann, gib mir jetzt über den Balzkasten. Ja, ich hasse dich, das weißt du, oder? So, er hat es nicht geschafft, ein Amt nicht ins Staatsgefängnis, wo ich ihn zweimal schon rausgeholt habe. Ja, aber das ist auch schwierig, das ist genauso wie, keine Ahnung, ja. Das ist schon schwierig, also ich kann da oben ein bisschen verstehen. Das ist genauso schwierig wie Papa damals von davon abzuhalten, eine Hakans Puppe zu streicheln. Oder genauso also schwierig. Also unser leiblicher Vater, bevor Papa Espen ja, genauso schwierig wie Papa damals immer Uwe gezwungen hat, seinen Pipi zu trinken. Ja, genauso schwierig wie Papa davon abzuhalten, seinen Pipi in dein Popo zu stecken. Genauso schwierig wie damals Papa davon abzuhalten, seinen Popo in deinen Arsch reinzudrücken. Ja, genauso schwierig, Papa damals abzuhalten, dein Arsch in mein Gesicht zu... Warte mal. Willkommen bei Familie. Das erklärt, glaube ich, alles. Jetzt verstehe ich auch, Wir hatten echt eine schöne Kindheit. Uwe, lass dich mal drücken. Komm, ich bin richtig stolz drauf. Wir haben viel zu erzählen, ey. Geschichten aus dem Paulanergarten. Wie Uwe, ganz gut, du hast den Medic entführt? Nein, er hat mich entführt. Kann da nicht wahr sein. Ey, du kannst doch Uwe nicht einfach so tasern. Ich taser den, wann ich will, weißt du? Das ist eine Frechheit hier. Nein, er darf das, ja. Ja. Okay. Genauso wie ich ihn immer ins Gesicht rotze, wenn ich will. Nicht getroffen, voll besoffen. Das ist genau besser jetzt. Nicht getroffen, voll besoffen. Walker. Ihr wart einfach ein bisschen zu dumm, das war das Problem gewesen. An mir hat's nicht gelegen diesmal. Also ich meine, Hakan und Uwe sind schon ein bisschen dumm, aber ihr wart aber richtig dumm gewesen. Ja. Stell dich dahin. Wenn du mitgenommen wirst, bist du ganz schön frech, Mademoiselle. So, Jungs, ich hol die Kamera. Eine Kamera? Ja. Tanzt du eine Runde, Macarena. Tanz Macarena. Wie, Macarena? Tanz Macarena. Oh, willkommen bei Bang Bros hier. Oh no, ey Jungs, nicht schreien. Hier. Nicht schreien. Hat er nicht gesagt, Bro. Genau so sie. Wunderschönen guten Abend, die Dame. Die anderen übernehmen, wir sind raus. Jungs, sichert den Bereich ab. Die Dame. Ja. Passen Sie mal auf, jetzt hören Sie mir ganz genau zu. Sie kommen hier nur unter einer Bedingung wieder lebend raus. Und das ist, wenn Sie kooperieren. Ja. Wenn Sie mir nicht auf der Stelle sagen, wie sie zu Agent 6 aka Tony Hill stehen, ja, werde ich anfangen, sie grausam zu foltern. Mhm. Cobra, bitte das Besteck auf den Tisch auslegen. Oh mein Gott. Die Spritze mit dem Adrenalin. Sehen Sie das Messer hier? Ja, ich sehe das. Das ist ein Dolch. Frisch geschliffen. Mhm. Dieser Dolch ist sehr,
sehr scharf. Das heißt aber nicht, dass sie nicht spüren werden. Haben Sie verstanden? Ja, ich habe verstanden. Meine erste Frage ist, kennen Sie Tony Hill? Ja, kenne ich. Woher kennen Sie Tony Hill? Ich habe ihn durch meine Familie kennengelernt am Würfelpark. Wer ist Ihre Familie am Würfelpark? Das ist eine Familie aus Freunden. Also, die nennen sich halt selber albanische oder arabische Großfamilie. Arabische Großfamilie. Mhm. Aha. Was für einen Kontakt haben Sie mit Tony Hill? Ich habe derzeit keinen so guten oder regen Kontakt, aber man meldet sich ein paar Mal. Ein paar Mal. Habt ihr den? Ja. Nein, aua, das stimmt halt wirklich. So, die Dame. Ja. Ich werde Ihnen gleich ein Ohr abschneiden. Nein. Haben Sie verstanden? Kannst du nicht einfach anrufen und sagen, hey, ich will dich jetzt doch heiraten? Ansonsten schlitz ich dich jetzt auch. Das ist so ein Zeichen wie ein Erfolg, ist doch nicht mehr so lustig wie am Anfang, ne, Madame? Ich finde das überhaupt nicht witzig. Entschuldigung, ich will den Typen auch gar nicht heiraten. Aber warum wollt ihr dann überhaupt, dass ich ihn heirate? Du wirst ihn nicht heiraten. Du wirst ihn nicht heiraten. Du wirst so tun, als würdest du den heiraten. Ganz einfach. Okay. Okay, okay, ich verpack das alles so, wie ihr das sagt, aber ich will den Typen nicht in echt heiraten. Nein, das wirst du nicht. Ich verpack alles. So eklig sind wir nicht. Ich verpack alles. Gut, ich verpack alles so, wie ihr das wollt. Ich mach wirklich alles, was ihr so wie ihr das wollt. Ihr müsst mir nur sagen, was, und ich bleib komplett ernst bei der Sache und mach das so, wie ihr das sagt. Sprichst du mit deinem Mann drüber, ist dein Mann auch tot, damit du weißt. Nein, mein Mann wird nichts davon erfahren, wirklich nicht. Du weißt, wenn du einen Standort schickst, dann war's das. Lass ihn leiden. Ja, komm doch mal runter, alles gut. Lass ihn bluten. Sieh mal da, zu. Agent Zip. Jungs, bitte einen Schritt zurücktreten zu den anderen. Hört mal zu jetzt, sonst steht ihr da gleich mit ihm. Wenn du das gleich machst, gebe ich den Tipp. Siehst du die zwei roten Tanks hinter ihm? Alles klar. Da raufziehen. Mach's ordentlich, Jungchen. Kevin, aber ganz zum Schluss, ne? Ja, Jungs, darf ich auch. Jungs, bitte, ich will nicht stören. Ich will nur eine Sache ihm nur sagen. Eine einzige, bitte. Mach dann jetzt. Okay, okay. So, Agent Zip. Guck mich mal tief in die Augen. Der Rest geht mal zurück jetzt hier. Du Hund! Jetzt zurück. Da! Du kleine Fotze, leg dich nie wieder mit uns an. Doch so gern. Nicht so nah an ihn ran. Die Druckwelle ist heftig. Ich hoffe wirklich. Kevin, komm her. Dass sie durch ihre frechen Sprüche, dass sie die wirklich für immer unterlassen. Ich darf auch einmal. Wenn ihr mich jetzt hier erschießen wollt, wie soll ich das? So, du kleines Stück Scheiße, du mir jetzt mal halt deine Fresse, wenn ich ein Stück Glück. Pass mal auf. Wegen dir, ich bin aufgekommen in Knest und in Bahrain. Du hast mir das verstanden, du Humorist. Das ist zu nah. Tut mir leid. Ich will auch das Rieschen. Bitte schon, Rieschen, du Stück Scheiße. In dein Gesicht, mein Kacke. Stück Kacke, du kleine. Du wie den Boost in das, was du das hast, wie alles die gemacht. Die ganzen mal, Stunden, die du uns so reingedrückt hast. Und nächstes Mal, mein Himmel, mach das Landing zusammen. In dein Gesicht drin. Stuck Scheiße. Mach das zusammen. Jungs, alle, ja, nein, Jungs, nur Kevin. Nein, nur Kevin schießt. Nur Kevin. Okay. Nein, wegen mir alle nur Kevin, zurück. Aber schieß direkt auf die Tanks, Lan. Nein, lass ihn ein bisschen leiden. Ey, soll er nicht noch eine Runde Macarena tanzen? Kevin, komm, Schipp zurück. Jungs, komm, ein Schipp zurück. Er soll Macarena tanzen. Tanz Macarena. Tanz Macarena. Hopp. Er ist gefesselt. Soll ich eine fesseln kurz? Ihr Idioten, nein, Mann. Ist gefesselt. Jetzt tötet ihn. Kevin, gib ihm. Mach das nein. Zu Ende jetzt. Aber warte. Okay, Kevin. Jetzt sind wir im Zirkus? Ja, wartet bitte, hallo. Hey. Hallo, mach. Geh doch mal. Die mach das zu Ende. Dieser Schuss ist für meine Freunde. Dieser Schuss ist für mich. Vergiss mich. Und dieser Schuss ist für alle Zukünftigen. Genau. Kleiner Pluto! This girl is on fire. This girl is on fire. Und jetzt tanzen! Kommt die Musik rein! This girl is on fire! Wir haben Schüsse gehört, wollten nur sehen, ob alles in Ordnung ist. Ja. Ihr habt einfach so Schüsse gehört und dachtet einfach, ihr könnt hier hochspazieren und könnt hier auch einfach lebend wieder runterlaufen, stimmt's? Ihr kleinen Wichser, Mann. Heute ist euer Glückstag. Ich gebe euch 3 Sekunden. Entweder ihr seid hier weg oder ihr seid tot. Ja, aber ihr lauft schreiend weg. Lauf, Schlampe! Lauf, Schlampe, lauf! Quadratmeter
Yo, im Rhythm of the Night klau ich dir dann deine Nikes. Heiß, Oberkörper frei, gegenüber Fremde kalt. Zwischen Polizei und Jungs aus dem Viertel gibt es Streit. Wegen Kleinigkeiten geht hier um Prinzip oder Scheine. 2211 Horner Corner. Bass kommt aus Boxen nicht nur am 1. des Monats. Leute fallen hier in Ohnmacht.